Halli, hallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ich bin heute mal wieder ein bisschen später dran, allgemein noch mit der Aufnahme, denn die Nachtschicht war wirklich, es war meine erste Nachtschicht. Also ich bin nicht eingepennt oder so, es war zwar ab und zu mal wirklich schwierig wach zu bleiben, aber jetzt, ich bin heute früh um 7:30 zu Hause gewesen wieder. Hab gefrühstückt, hab mich hingelegt und hab wirklich, ich glaube, bis erstmal 14 Uhr gepennt und dann kam ich einfach nicht aus meinem Bett hoch. Ich bin die ganzen, bis jetzt 6 Stunden noch liegen geblieben, war ab und zu mal auf, hab was gemacht, aber richtig am PC war ich nicht. Ich hatte gar keine Zeit, hab die ganze Zeit mit dem Handy irgendwie ein bisschen was gemacht und Fernsehen geschaut. Ja, also es war so ein richtiger Gammeltag, so ein richtiger im Arschtag. So, in einer halben Stunde muss ich schon wieder los Richtung Arbeit, deswegen wollte ich jetzt aber noch fix für euch ein Video aufnehmen. Wenn ich sage, in einer halben Stunde muss ich los, heißt das, hallo, heißt das, ich habe keine Zeit, um jetzt lange hier dieses Video zu machen, tut mir wirklich leid, morgen kommt dann auf jeden Fall mal wieder ein längeres Video, weil das seid ihr ja mittlerweile leider von mir gewohnt, auch wenn ich das nie vorhatte, so weit zu treiben, dass ich da sogar 30 Minuten Parts aufnehme, alter Schwede, bei Hero Zero, wie war das überhaupt möglich, sagt mir das mal einer. Bitte. Ja, ich kann ja schon mal ankündigen. Ich habe ja im letzten Video, also gestern, gefragt, wann ihr am liebsten den Livestream haben wolltet. Und viele haben sich dann in den Kommentaren für Samstag ausgesprochen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal die Meinung derjenigen, die drunter geschrieben haben, als zählend wirken und sage, dass wir am Samstagabend den Livestream starten werden. Wieder mal ein Livestream, wo es hauptsächlich erstmal über Hero Zero gehen wird. Aber wie gesagt, ich werde auch versuchen, noch andere Games mit einbringen zu lassen, wie zum Beispiel Golf with Your Friends, Minecraft, Gary's Mod oder auch mal Counter-Strike. Nora, ich muss jetzt fix aufnehmen. Wenn du mir jetzt hier irgendwas machst, ist es vorbei. Ach Mensch. Nora will hier, glaube ich, noch eine Hauptrolle in diesem Let's Play bzw. auf meinem Kanal bekommen. Wir bestimmt ein Foto von sich im Kanaltrailer haben. Nein, das machen wir nicht. Genau, dann machen wir am Samstag einen Livestream. Und apropos Livestream, Risa hat mich gestern nach meinem Video angeschrieben und meinte, hier Fabi, wenn du Bock hast, du machst ja am Wochenende wieder einen Stream und da habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Und ja, da hat sie mir wieder, ich sag mal, eine Kleinigkeit geschickt. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei dir, Risa. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, dass am Samstag dann wieder eine Verlosung stattfindet mit Hero Zero Zeug. Was genau, werdet ihr dann am Samstag erfahren. Da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber seid gespannt und schaltet auf jeden Fall ein. Welche Uhrzeit kann ich noch nicht so genau sagen. Vielleicht so gegen, so wie immer jetzt, glaube ich. So 19, 20 Uhr dürft ihr starten. Und da es ja ein Samstag ist, müsste es auch kein Problem geben, dass man da ein bisschen länger in die Nacht reinmacht. Und ja, deswegen würde ich sagen, da schauen wir dann einfach mal. Wird wieder ein Open-End-Livestream. Und da schauen wir einfach mal, wie lange wir Lust haben. Ich sehe gerade, so viele Ligakämpfe habe ich heute noch gar nicht gemacht. Ich hoffe, ich werde damit heute noch fertig und muss nicht wieder Donuts dafür ausgeben. Wie lange braucht ein Liga-Duell zum Aufladen? Eine halbe Stunde, ne? Jetzt habe ich noch zwei, das sind sieben. Sieben sind 3,5, 3,5 Stunden. Oh, das schaffe ich gerade so. Oh nein, Kuscheltierkatze! Mach mich doch nicht fertig hier. Aber wenigstens wieder 40 Liga-Punkte aufgeholt. Das ist auf jeden Fall sehr gut, damit ich hier nicht wieder runterdroppe von der Champions Liga. Das wäre ja fatal. Und so. Hätten wir die Liga und Duelle erstmal wieder fertig. Jetzt machen wir hier mal noch ein paar, paar Missionen. 36 Energie, das sind meine letzten Energie. Die restlichen habe ich heute per Handy-App schon verspielt. Die 10 Trainingseinheiten habe ich ja gerade nochmal angenommen per Gutscheincode, den ich für eine Heldentat, die ich abgeschlossen habe, bekommen habe. Was ist für diese Folge jetzt noch so geplant? Wie viel sind das? 8 mal 8, das heißt, ja, wir nehmen mal vor, das ist aber 10. Ich glaube, 9 würden auch reichen, aber man weiß nicht. Ja, ich wusste es. 9 hätten auch gereicht, aber wegen dem einen Angriff-Robot, da möchte ich mich jetzt hier nicht rumstreiten. Nora! Ey, Leute, das ist nicht schön. Wirklich nicht. Wenn du mich hier die ganze Zeit störst, schon gar nicht, wenn ich in Zeitdruck bin.
Weil Arbeit lässt nicht auf sich warten, die muss getan werden. Och Mann, warum haben die denn jetzt auf einmal alle wieder. Vor allem, ich krieg immer erst die Leute, die viele Verteidigungsbots haben, wenn ich wenige habe, ne? Ich habe 16 Angreif-O-Bots, ne? Dann greife ich am Anfang die ganzen Leute an, die gar keine Verteidigungsbots haben und dann, wenn ich nur noch so 6, 7, 8 Stück habe, sind nur noch die mit 10, 12 da. Wo ich mir denke, Alter, warum? Warum? Bring mir die doch gleich mal am Anfang. So, Sondereinsatz bin ich auch noch nicht weiter. Kam ich noch nicht dazu, hier irgendwie mal weiterzukommen. Ich schaffe ihn einfach nicht. 160 ist einfach noch zu stark für mich. Aber trotzdem haben wir die anderen alle gemacht. Hier sind wieder zwei verfügbar. Die mache ich aber jetzt nicht, da ich leider nicht die nötige Zeit dazu habe. Vielleicht mache ich die heute Nacht. Beziehungsweise dann morgen früh. Beziehungsweise im Laufe des morgigen Tages. Mal schauen. Ja, worauf ich, was ich noch versprochen hatte, in der heutigen Aufnahme zu machen, war, mir den Changelog anzugucken. Aber ich dachte, wir hatten das schon gemacht. Oder haben wir das im Livestream gemacht? Ach, wir gehen es einfach nochmal durch. Ich bin immer froh, wenn ich das in einem Video habe, dann habe ich das für später nochmal sozusagen in Videoform aufgenommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, wir gehen einfach nochmal durch. Allgemeine Erneuerung. Wir freuen uns, euch ab sofort ein neues Lizenzset anbieten zu können. Diesmal könnt ihr euren Helden in das Kostüm eines echten Heldens der 90er stecken. Auf geht's nach Malibu. Das ist hier im Unter der Hand Shop zu kaufen. Baywatch-Set heißt es und also die Brille allein, die würde schon richtig nice aussehen. Der Rest ist jetzt nicht mal so wichtig, meiner Meinung nach, aber die Brille, die ist halt ultra nice. Und sollte ich meinen Alfred mal noch auf Stufe 30 machen wollen, wovon ich nicht ausgehe, weil ich eigentlich nur die Fähigkeit brauche, wäre das halt auch nice mit der Brille. Na gut, mein Alfred habe ich übrigens jetzt auf Stufe 10 hochgepäppelt. Weiter mache ich ihn erstmal nicht. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da verfahren möchte, weil eigentlich ist Alfred ein Süßer, ne? Aber die Attribute sind halt so schlecht, dass er mir nichts nützt. Und auch gut gepolstert und Holterstöckchen sind es nicht die Fähigkeiten, die man als Zweit- und Drittfähigkeit unbedingt gebrauchen könnte. Nun gut, gehen wir weiter. Ein neuer Begleiter ist ab sofort im Spiel. Eddie Einhorn versteckt sich in den Überraschungsboxen. Das war heute lustig, Leute, ey. Ich fasse es nicht. Schreibt mir meine Freundin, wir schreiben so die ganze Zeit. Nora! So, sorry Leute, aber manchmal ist es auch zu viel. Ich habe sie nicht geschlagen, ne? Nicht denken. Ich habe nur mal hier auf den Tisch gehauen. Auf den Tisch, damit sie mal ins Schlafzimmer verschwindet und da mal ein bisschen in mein Bett kuschelt. Ach nee, hier nicht. Doch da, wartet. Wir schauen hier drüber. Zack, zack, zack. Da hat mir nämlich heute meine Freundin geschrieben, dass sie doch tatsächlich einfach so aus dem Shop ein Begleiter bekommen, also eine epische Überraschungsbox gekauft hat. Und was war da drin? Das süße Einhorn. Und hat sie natürlich direkt kleine Prinzessin genannt. Ach Mensch, mein Schatz, ich liebe dich an dieser Stelle. Möchte ich dir nochmal gesagt haben. Ja, und sie hat halt einfach das Einhorn bekommen. Glückwunsch an dich. Wirklich. Und ich mache hier für 500 Donuts, tue ich hier im Shop die Waren erneuern und krieg nicht eine epische Box. Nicht eine epische Box, ey. Das ist immer noch so unfassbar. Man merkt immer erst danach, wie dumm man eigentlich war. Kitty, glaube ich, war genauso dumm wie ich. Hat auch einige Donuts da liegen lassen. Hat auch keine epische Box bekommen. Naja, gut. Ihr kriegt ihn auf jeden Fall, Eddie Einhorn, in den Überraschungsboxen. Warum heißt er eigentlich Eddie Einhorn? Das sieht safe nach einem Mädel aus. Das ist komplett pink. Wenn es in der 30er Form ist, ist es so komplett regenbogenfarben. Heißt aber Eddie Einhorn. Kann ich nicht verstehen. Ja, dann die ganzen großen Neuerungen in Sachen Teams. Ab sofort kann die Teamleitung ein Team als offenes Team einstellen. Spieler können Teams mit dieser Einstellung ohne vorherige Einladung betreten. Das heißt, man braucht keine Einladung mehr, wenn der Teamleiter das Team sozusagen auf offenes Team gestellt hat. Man kann da einfach nur beitreten und dann ist man im Team. Bisschen fragwürdig, aber nun gut. Dann gibt es noch Wartungshinweise. Teilweise konnte es zum Abschluss des Spiels kommen, wenn Versteckkämpfe gestartet wurden. Dieses Problem wurde behoben. Es würde ein Problem beho. Es würde. Haben sie immer noch nicht behoben hier, dieses würde. Durch das es vorkommen konnte, dass Spieler sich nicht in der Rangliste gefunden haben. Es wurden diverse kleinere Fehler behoben. Es ist immer gut, wenn Fehler behoben werden. Da sieht man, an dem Spiel wird weiter gearbeitet. Es werden auch die Kritikpunkte bzw. die Bugs, die ein Spieler reportet, gesehen und auch versucht zu beheben. Und das ist immer wieder schön. Dann noch eine ziemlich große Neuerung im Heldenversteck. Nach einem verlorenen Versteckangriff kann ein weiterer Angriff
erst nach Ablauf von 10 Minuten erfolgen. Diese Wartezeit ist für einen Donut überspringbar. Jetzt habe ich wieder die Musik hier, ey. Ja, Nora, hey, ist alles gut, ne? Genau, das heißt, man kann jetzt nicht mehr einfach die ganze Zeit, das habe ich ja, glaube ich, gestern im Video schon erklärt, man kann jetzt nicht einfach mehr angreifen. Ihr seht, ich habe den letzten Ruhmkampf vorhin verloren. Das heißt, ich muss jetzt 10 Minuten warten, bis ich wieder angreifen kann. Ansonsten müsste ich einen Donut bezahlen, damit ich früher angreifen kann. Da ich aber gerade keine Angriffe-Bots verfügbar habe, kann ich auch nicht angreifen. So, jetzt haben wir eine neue Heldentat. 10 von 10 mal Reparatur veranlasst. Bekomme ich nochmal 3 Fähigkeitspunkte. Und dann gehen wir jetzt nochmal fix auf die Rangliste ein und dann soll es das schon gewesen sein für den heutigen Tag. Wie gesagt, ich muss das dann noch hochladen, noch bearbeiten bei YouTube und deswegen muss ich das heute mal ein bisschen schneller. Was machst du denn hier? Hallo? Geht sie einfach in meinen Schreibtisch, in so den Schub von meinem Schreibtischschrank rein? Pff, hab ich auch noch nicht miterlebt. Mensch, Nora, zeigst mir immer wieder neue Seiten von dir. Ich kann, glaube ich, die Folge einfach Nora nennen, ey. Bin die ganze Zeit nur mit ihr am Reden. Nora, das nächste Mal, wenn ich eine Folge mache, ne, dann bist du hier draußen aus meinem Computerzimmer, okay? Dann bist du raus. Ja, brauchst mich gar nicht so angucken. Es ist so. Ja. Nun gut. Florette, immer noch auf 1 in der Ehre-Rangliste mit 30.694 Ehre. Cookie war heute, glaube ich, einmal kurz auf der 1, ist aber wieder auf die 2 gegangen mit 30.359 Ehre. Und Falke ist auf der 3 mit schon 5000 Ehre Rückstand, mit 25.789 Ehre auf dem dritten Platz. Dann bei der Stufe weiterhin Shinny ganz weit vorne. Ich glaube, morgen ist es an der Zeit, Shinny zu den 200 zu gratulieren, könnte ich mir vorstellen. Shinny auf jeden Fall immer noch auf der 1 mit Stufe 196. Cookie 137 weiterhin auf der 2 mit Stufe 189. Und Syntex weiterhin auf der 3 mit Stufe 187. Bei den Teams sieht es wie folgt aus. Wir weiterhin auf dem zweiten Platz mit 12.200 Ehre. Auf dem ersten Platz weiterhin PennerXe mit 12.300 Ehre. Und Unit of Heroes ist auf dem dritten Platz mit 12.070 Ehre. Beim Ausbau hat es jetzt weiterhin irgendein Team geschafft. Nein, es sind immer noch 7 Teams. Beziehungsweise waren ja, glaube ich, mal kurz 8. Aber Pandora hat sich ja gelöscht. Habt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich alle mitbekommen. Pandora hat sich gelöscht. Der Teamleiter hatte anscheinend keinen Bock mehr. Hat einfach alle Mitglieder aus dem Team gekickt, um dann dementsprechend das Team zu löschen und sich selbst auch zu löschen. Aber nun gut. Jedem das Seine, ne? Ist zwar, ich finde das sehr assi. Weil bei so einem Team, gerade wenn es im Vollausbau schon war, hat das komplette Team mitgearbeitet. Sei es auch nur die Münzspender, die komplett ihre Anfangsmünzen in das Team gesteckt haben und keine Donuts investiert haben. Da sehe ich noch gar nicht die Leute, die wirklich Geld investiert haben für das Team. Und dass das dann einfach so gelöscht wird, finde ich sehr unverantwortlich. Kann ich auch wirklich nicht verstehen. Bei der Liga sieht es wie folgt aus. Der erste Platz geht weiterhin an Florette, der zweite an Cookie1337. Mensch, Cookie! Und der dritte an Syntex. Beim Wochenturnier sieht es wie folgt aus. ACAB weiterhin auf der 1 mit 1,9 Millionen Erfahrungspunkten. Mir fällt nichts ein, ist auf dem zweiten Platz mit 1,784 Millionen Erfahrungspunkten. Und Mr. Shinsen ist auf dem dritten Platz mit 1,777 Millionen Erfahrungspunkten. Bei der Ehre sieht es wie folgt aus. Topstar 9999 hat sich jetzt auf den ersten Platz geschlichen mit 23.096 Ehre plus. ACAB ist auf dem zweiten Platz mit 21.774 Ehre plus. Und Syntex ist auf dem dritten Platz mit 21.015 Ehre plus. Und ich bin weiterhin nur noch hier auf dem 12. Platz. Hab heute wirklich so gut wie keine Duelle gemacht, weil ich einfach so hundemüde war, dass ich meine Energie immer mal versucht habe abzuklickern, aber die Duelle, da blieb keine Zeit für. So, dann gucken wir nochmal beim Heldenversteck rein. Ich bin wieder auf dem 17. Platz gelandet mit dem Ruhm, 24.476, aber viel interessanter sind hier die oberen Ränge. Beim Ruhm, Adlerauge 123 auf dem ersten Platz mit 56.602 Ruhm. Trumpnuss oder Trumpnuss auf dem zweiten Platz mit 52.210 Ruhm. Und Doktor von dem Team Notausgang mit 50.645 Ruhm auf dem dritten Platz. Beim Ausbau sieht es weiterhin wie folgt aus. Ich, aka Schlipperstürmer, bin immer noch auf dem ersten Platz mit 42% Ausbau. Richboy vs. Starboy ist auf dem zweiten Platz weiterhin mit 40% Ausbau. Und Florette bringt sich jetzt hier langsam nach oben. Allgemein, die Evolution-Leute, what's going on?
Florett ist jetzt auf dem dritten Platz mit 40% Ausbau. Porzeng auf dem vierten Platz mit 39% Ausbau. Mir fällt nichts ein. Und Syntex auf dem fünften und sechsten Platz mit 38% Ausbau. Und danach kommt unsere Kitty auf dem siebten Platz mit ebenfalls 38% Ausbau. Und Shinsten, der die ganze Zeit vorne war, hat sich jetzt ein bisschen fallen lassen. Sieht es wahrscheinlich nicht mehr ein, beim Heldenversteck viel zu machen. Kann ich auch durchaus verstehen, weil selbst bei mir sind eigentlich schon manche Räume viel zu stark ausgebildet. Ne? Es sind viel zu viele Münzen reingegangen. Aber nun gut. Ich hab's halt gemacht, ist halt so. Mr. Shinsten auf dem achten Platz mit 37% Ausbau. Ich sehe gerade, ich habe 1,4 Millionen Münzen. Das kann doch nicht sein. Theoretisch könnte ich was ausbauen, wie zum Beispiel diesen Bauplatz. Der kostet 10 Tage und wie gesagt, er ist sinnlos. Was ich aber ausbauen könnte, wären auf jeden Fall hier noch die Generatorräume. Auch wenn sie viel kosten, aber sie bringen's halt einfach. Es ist halt einfach so, da waren 1,1 Millionen Münzen weg. Tschüssi! Und ich habe wieder ein klares Gewissen, weil meine Arbeiterroboter haben was zu tun. Mein Geld sammelt sich nicht mehr so hier auf meinem Geldspeicher sozusagen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein, meiner Meinung nach. Schurke kam heute noch nicht, soviel ich weiß. Das heißt, ihr könnt noch hoffen, dass im Laufe des Abends, beziehungsweise heute Nacht, ein Schurke erscheint. Dann soll es das auch mal gewesen sein. Wie gesagt, zurzeit ein bisschen kürzere Folgen, beziehungsweise auch ein bisschen schnell durchgehasselte Folgen. Erstens, weil es nicht so viel passiert. Und zweitens, weil es von der Zeit her immer ziemlich knapp wird bei mir. Morgen vielleicht schaffe ich es mal nicht, den kompletten Tag im Bett zu verpennen, sozusagen. Und mal mich ein bisschen mit dem Computer zu beschäftigen. Denn es wartet noch mehr auf mich. Ich würde auch immer gerne wieder eine Yu-Gi-Oh!-Folge aufnehmen. Wie gesagt, das Minecraft-Projekt ist im Laufen. Und da muss ich mich morgen auf jeden Fall mal zusammenreißen, dass ich nicht den ganzen Tag einfach im Bett liegen bleibe. Ich mache mich jetzt in Richtung Arbeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und schreibt gerne Kommentare rein. Ich bin immer offen für viele lustige Kommentare. Gerade in der Nachtschicht ist es schön, wenn man dann auf sein Handy schaut und sieht, ha, der hat kommentiert, der hat kommentiert, der hat eine Frage gestellt, der hat Lob abgegeben, der hat vielleicht konstruktive Kritik abgegeben. Also wie gesagt, schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare. Ich lese es sehr gern durch. Ich bin raus, euer Stürmer!